Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Punktum, Ihrem regionalen Fernsehprogramm, zu einer weiteren Ausgabe von Zu Gast. Und ich freue mich, heute hier im Studio Klaus-Dieter Lindau begrüßen zu können. Herzlich willkommen hier bei uns. Der eine oder die andere von Ihnen wird jetzt stutzen, wenn Sie das Bild sehen. Ich denke mal, viele, viele kennen Sie unter dem Namen DJ Ernie. Obwohl es auch jede Menge geben wird, die Ihren bürgerlichen Namen kennen. So viele werden das nicht mehr sein. Nee, kann nicht mehr sein, aber DJ Ernie kennt eigentlich, hätte ja, ich total gesagt, fast jeder in der Region. Und für die, die ihn noch nicht kennen oder für die, die ihn nur ein wenig kennen, wollen wir jetzt nämlich in der nächsten halben Stunde was tun, indem wir mal über ihn und seine Projekte reden. Denn das Ganze steht unter der Überschrift 50 Jahre Mammut-Disco. Und das ist ja nur allerhand in unserer schnelllebigen Zeit, dass es eine Tradition gibt, die 50 Jahre aufrechterhalten werden konnte. Wenn ich an meine eigene Erfahrung mit Herrn Lindau, oder ich werde jetzt mal die DJ Ernie sagen in Zukunft, da fragen wir auch nochmal, wie es zu diesem Namen kam, wenn ich die Revue passieren lasse, dann fällt mir ein, dass er eigentlich immer irgendwie dabei war. Wenn Veranstaltungen nicht nur im Raum Sangerhausen, auch der ganzen Region hier waren und es ging um Beschallung, wie oft war es dann DJ Ernie, der dafür gesorgt hatte, auch im Hintergrund bei den Gestaltungen dabei war, der auch anderer aktiv war. Aber war immer eine wichtige, aber doch oft eine Nebenfigur. Aber heute soll er im Mittelpunkt stehen, denn es geht um 50 Jahre Mammut-Disco. Das habe ich ja schon erwähnt. Ja, und da wollen wir noch mal ganz am Anfang anfangen. Und 50 Jahre zurückgespult, da sind wir im Jahre 1972. Ja, was, wie kam man 1972 auf die Idee, Disco zu machen? Oder was ist die Vorgeschichte davon? Die Vorgeschichte ist die, dass ich eigentlich meine Kindheit in Eisleben verbracht habe. Geboren bin ich in Kiel. Dann habe ich aber nur 3 Jahre gelebt und dann nach Eisleben. Da hatte ich meine Kindheit. Das ist ja spannend. Das ist ja, ja, dieser, wenn man nochmal zurückrechnet, hier 70er Jahre, 60er Jahre, 50er Jahre, das war ja die DDR-Zeit, ja. Richtig. Dass auch mal der, ja, Weg andersrum geht, ja. Ja, viele, also die meisten sind nach dem Westen geflohen, wir sind in die DDR gekommen und war schon anders. Ja, jedenfalls hatte ich in Eisleben noch viele Freunde, hab die, nachdem ich dann nach Sangerhausen umgesiedelt bin, wir, die Familie, hatte viele Freunde noch in Eisleben und die habe ich öfters besucht. Und da war im Kulturhaus oben an der Schwimmhalle ein polnischer Musikstudent, auch so im Jahr 72, im Mai und so, hat der da angefangen Disco zu machen. Und das hat mir so toll gefallen und da habe ich dann gesagt, das musst du auch machen. Und dann habe ich mir ein paar Freunde gesucht, die hatte ich schon kennengelernt in Sangerhausen. Dann gab es da so einen Wohngebietsvorsitzenden und den haben wir angehauen und haben gesagt, können Sie uns nicht irgendwo eine Räumlichkeit besorgen. Und er hat mir das dann in einen Speiseraum in Sangerhausen in der ehemaligen Feimfabrik gefunden. Und da ging es dann los. Die Jungs haben Eintritt genommen. Mein Bruder und ich und noch ein paar Kumpels, die haben dann so Technik und Musik und wir beide, Bubu und ich, wir hatten dann losgelegt. Das scheint, dass es relativ unkompliziert war zu diesem Zeitpunkt, da kommen wir auch noch dazu, aber wir haben im Vorfeld natürlich von Ihnen Unmengen Bild- und Filmmaterial hat man zur Verfügung gestellt, gekriegt. Wir könnten eigentlich eine Dia-Show jetzt machen, was ja auch nicht überraschend ist, wenn wir über 50 Jahre reden. Trotzdem gibt es so ein paar Aufnahmen, die wir jetzt vielleicht uns mal gemeinsam angucken, um dann mal vielleicht mal eine Vorstellung zu kriegen, gleich in diese Zeitreise einzutauchen. Und wenn man da reinschaut, da sieht man doch, das geht ja mit der Zuckertüte los. Wer ist denn da zu sehen? Ja, das ist mein Bruder Bubu und ich. Ich bin der Größere mit der Zuckertüte. Ja, und dann die Fotos unten drunter. Wir waren fast zur gleichen Zeit zur Armee. Und das andere Foto rechts oben ist dann nach der Armee. Und da muss man ja auch fast fragen, wer ist wer. Ja, richtig. Viele haben immer gedacht, wir sind Zwillinge, aber wir waren ein Jahr auseinander. Mhm. Ja, und unten, das war dann in Sangerhausen, im ehemaligen Kulturhaus zum Karneval. Da waren wir auch sehr oft. Und war wirklich super, super Zeit. Genau, und Sie beide haben das gemacht und ja, mit Ihnen beiden ging es los. Ja, mal wieder, ich habe ja von der Zeitreise gesprochen, die Frisuren der 70er nochmal hier gezeigt. Ja, was haben wir da? Die erste Autogrammkarte. Ja.
mit Vestova. Mensch, das ist ja schon wirklich kultig. Ja, hat Mutti ihr Geld. Ja, aber wir waren stolz drauf damals. Ernie Bubu stand drauf. Ja. Und rechts eben dann das Foto da mit der ersten Anlage. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen. Die DJs heute gehen in den Laden, kaufen sich nicht mehr für viel Geld eine Anlage. Aber wir hatten damals diese komischen Holzkästen, das waren Lichtkästen. Alles selbst gebaut, mit Farbglas getüncht. Und ach, das war alles so kompliziert. Und wir hatten ja, sieht man vorne auch noch, mit Schallplatten gearbeitet. Und mit berühmte Schallplattenunterhalter. Ja. Ja, daher der Name Schallplattenunterhalter, richtig. Und unten links war ja dann unser erstes Disco-Schild. Wir viele Jahre lang hatten wir, was weiß ich, dieses Schild mitgeschleppt. Und das war mit Leuchtfarbe gepinselt. Und da gab es so einen UV-Strahler. Mhm. Da hat das nachts also im Dunkeln schön geschienen. Ja, und das Auto war unser erstes. Die ersten Jahre sind wir mit der Taxi gefahren. Da gab es in so einem Haus ein Taxiunternehmen, der hat uns da für wenig Geld gefahren. Und dann hatten wir diesen Oldtimer da, F8 war das. Das war unser erstes Auto. Ja, das ist aber schon was Besonderes gewesen. Ja, ja, und hier sehen wir nochmal die beiden bärtigen Herren. Ja, und vielleicht links unten das Foto. Da hatten wir vorhin schon im Vorgespräch uns unterhalten. Jedes Jahr oder alle zwei Jahre musste man eine Prüfung machen zu DDR-Zeiten. Und wir hatten zum Beispiel bei der ersten Prüfung in Sangerhausen, im ehemaligen Kulturhaus, Sigmund Jähn, den DDR-Kosmonauten, hochleben lassen. Da hatte ich so ein Glitzerkostüm an. Alles ehrlich gemeint und auch leicht ironisch. Ironisch. Weil der ja wirklich ein feiner Kerl gewesen sein. Ja, ist, richtig. Ja. Aber wir haben dann noch versucht da, jedenfalls hatte ich mich als Kosmonaut verkleidet und einen Helm auf und alles mit Silberbronze, die Schuhe von Mutti, die Hackenschuhe angesprüht und haben wir uns abseilen lassen. Und da auf dem Foto unten links, da sieht man ein paar Jahre später, haben wir das dann als Scheich auf dem fliegenden Teppich da durch die Bühne geflogen. Und das war schon gewagt. Ja, war damals wirklich auch nicht so einfach, weil waren ein paar Jungs dran, die hatten hinten eine Seil straff gehalten und wenn die das hätten fallen lassen, da hätte man sich auch was Leichtes brechen können. Ja, unser Thema damals bei der Einstufung hieß Mammutsmusikmanege. Da hat man jede Menge Zirkusmädels hier artistische Attraktionen gemacht. Zum Beispiel eine Nummer, die so ja an den Abend schiefgegangen ist, Wilhelm Tell nachgemacht, eine Armbrust, hat man mit Angelsehne, die sieht man ja auf der Bühne nicht, einen Pfeil da lang fliegen lassen. Aber mein Bruder, der ist einen Schritt vorgegangen und hat mir dann voll in den Kopf geschossen, den Pfeil. War nur ein Fleck, war nicht so schlimm, ja, aber anstatt aber den Abfall zu treffen. Jetzt haben wir einen kleinen Eindruck gekriegt, wie das in den Frühzeiten so losging. Und na, auf alle Fälle haben sie sich was einfallen lassen bei diesen Einstufungen. Dazu kommen wir dann gleich, weil ja ich rausgehört habe, ganz am Anfang, 72, das war ja so ein bisschen Wildwestzeit, ja. Richtig. Aber das hat sich schnell geändert. Ja, also wie gesagt, 1972, da gab es noch keinen Befehl hier von wegen Ostmusik oder so. Da hat man gespielt, was einen Spaß gemacht hat. Und da haben wir wirklich, und zwei Jahre später, 73, so Ende des Jahres, kamen dann die ersten Disco-Gesetze in der DDR. Aber eh die dann durchgesetzt wurden, da hat man noch ein Jahr Zeit. Aber so ab 74, 75 hat man da schon drauf geachtet, dass wir die Prozente einhalten. Und da hatten wir uns noch so eine Sache einfallen lassen, wie jetzt hier das eben gezeigt, hier Sigmund Jähn, da hatten wir Hallo Erde, hier ist Alpha, so ein Titel. Oder wir haben auch dann selber Filme gedreht, Super 8 ohne Ton, die wir hinterher live synchronisiert haben, wenn wir die bei der Disco gezeigt haben. Oder haben wir einfach nur Musik drunter gelegt, Musikvideos selber erstellt, in Jahre 73, 74. Ja, und dadurch hatten wir eben, sagen wir mal, die Prozente Ostmusik an Gags, ja, und ja, die Westmusik dann. Wenn ich das nötige Alter, du weißt das ja gar nicht mehr, diese 60-40-Regelung. Ja. Aber wenn Sie es gerade mal angesprochen haben, diese ja, Musikvideoproduktion der besonderen Art. Also da gibt es noch ein Schmänkerchen, was Sie von Ihnen haben. Das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, liebe Zuschauer. Da sind Sie beide zu erleben, ja, Sie und Ihr Bruder. Mhm. Und da geht es um einen DDR-Schlager, ja. Ja, richtig.
Und das gucken wir und lassen wir einfach mal wirken. Ich sage einfach mal, Film ab. Ich hab dich lieb, dies Wort erklärt genug. Du bist sehr schön und außerdem noch klug. Und mir gefällt viel mehr als nur dein Haar. Ich hab dich lieb seit einem ganzen Jahr. Hey! Doch meine Tanten sagen, lass doch dieses Mädchen, lass doch dieses Mädchen. Sie hat zu lange Haare, hat zu lange Haare. Ihr Rock ist auch zu kurz. Und mir gefällt, dass du ganz ernst sein kannst und lachen auch und wie du mit mir tanzt. Seit es dich gibt, kann ich viel mehr verstehen und brauche dich, ich lass dich nicht mehr gehen. Hey! Geh nicht mit diesem Jungen, nicht mit diesem Jungen, sagen ihre Tanten, sagen ihre Tanten, er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband und außerdem noch laut. Sagen meine Tanten. Von wem war das ursprünglich? Skirocco hieß die Band. Ja, lange ist her, aber auf alle Fälle, das ist ein Zeitdokument. Ich fand, das ist einfach super klasse gewesen. Und das zeigt auch, wie viel Freude auch dabei war, wie viel Engagement bei der ganzen Sache. Dann haben wir über das Jugendgesetz gesprochen, der DDR, über die 60-40-Regelung. Das kann man so oder so sehen. Es gibt ja so ähnliche Sachen jetzt heute auch noch, wenn ich weiß, in Frankreich oder so, da muss auch französische Musik gespielt werden, bestimmte Anteile und so weiter. Also so ganz, ja, so exotisch war diese Regelung, ja, insofern nicht, obwohl sie natürlich sie als DJ oder Platten- und Schallplattenunterhalter, wie auch immer, doch ein bisschen eingeschränkt hat in dem, was man machen konnte. Und dann gab es bestimmt die ein oder andere Sache, das ein bisschen zu umgehen. Aber das ist eigentlich, liegt ja so auf der Hand, genauso wie der Name im Mammut-Disco, da habe ich gar nicht nachgefragt, weil wenn man nicht irgendwas mit Rosen macht, irgendwas mit Bergbau macht, dann kommt man sofort auf Mammut, wenn man in Sangerhausen in irgendeiner Form unterwegs ist. Aber diese Einstufungsgeschichten, ich würde jetzt mit dem Abstand der vielen Jahre jetzt mal sagen, ist vielleicht nicht nur schlecht. Wenn man bei diesen Einstufungen einfach auch dafür gesorgt hat, dass derjenige, der auf die Leute losgelassen wurde, auch was kann. Oder richtig. Ist das falsch? Also sowas gibt es ja nicht mehr. Ja, richtig. Heute ist es wirklich so, und es ist leider wirklich so, es wird auch von vielen Veranstaltern gar nicht mehr so Wert auf Niveau gelegt, sondern nur noch aufs Geld, wie überall, nicht nur bei Kultur, auch sonst Preis. Also man kauft immer nur billig, billig. Und damals war es eben wirklich so, man musste als Schallplattenunterhalter oder DJ, musste man mal ein bisschen was bringen, Kulturelles, und es stimmt, es war nicht so verkehrt, denn Schauspieler kann auch nicht jeder werden und wäre gar nicht so verkehrt, wenn es manche Sachen noch gäbe. Nun haben wir ja von der Mammut-Disco gesprochen und von DJ Ernie und dass das alles durcheinander geht. Was und wie kam es eigentlich zu dem Namen DJ Ernie? Also DJ Ernie, das existierte eigentlich noch viel, viel länger. Also ich glaube, es war in der 9. Klasse, da gab es so einen Film, der hieß Ernest Walter Geldschrankknacker, ähnlich wie die US-Bande, so ein verrückter Film. Jedenfalls hatte der da 5 Kinder oder sonst was und war Schlosser. Und da mussten wir in der Schule zufällig einen Aufsatz schreiben, wie wir unser Leben vorstellen. Und ich habe auch geschrieben, ich will Schlosser werden, will 3 Kinder haben. Und da haben die alle gelacht hier, ne? Der hat 3 Kinder und Schlosser. Und jedenfalls war ich ab dem da
der Schlosser, und der in dem Film hieß Ernie, Ernest White, Abkürzung Ernie, und der Mädchen haben den Ernie und seine drei Kinder. Also, wir haben das, also mit dem Schlosser, das hat ja geklappt. Hat zufällig geklappt, ja. Ich bin dann wirklich Autoschlosser geworden. Mein Traumberuf, muss ich zugeben. Aber die Musik war nachher, da hat doch mehr Hobby zum Beruf gemacht später. Ja, das war dann doch, hat mehr gezogen wie der Traumberuf Autoschlosser. Unter dem Begriff Disco-Parade, was muss man sich da vorstellen? Disco-Parade, das war eine Veranstaltung, wo, sagen wir mal, bis 5, 6 DJs an einem Abend immer so eine Stunde Programm machen mussten. Und die musste wirklich dann 60-40, also 60% Musik aus der DDR oder aus dem Ostblock. Es gab ja auch Musik aus Ungarn oder sonst woher, die manchmal brauchbar war. Und 40% Westmusik. Und wie schon erwähnt, wir hatten dann wirklich versucht, die DDR-Musik in Sketche zu unterlegen. Schon bei der Begrüßung, die Anfangsmelodie war ein DDR-Titel. Da vorhin wie Skirocco, die Filme oder die Sketche auf der Bühne, die wir live vorgeführt haben. Überall hatten wir DDR-Musik drunter gelegt. Und so konnten wir auf der Tanzfläche mehr Westmusik spielen. Und dadurch sind wir eigentlich ein bisschen sehr gut beim Publikum angekommen. Das Publikum ist das eine, das andere ist natürlich die Staatsmacht. Und wer was in der Öffentlichkeit gemacht hat, der stand unter besonderer Beobachtung. Es war einfach so. Wahnsinn. Und das ging nicht mal so ganz reibungslos. Ja, ich denke mal nur, als ein berühmter Udo Lindenberg dann den noch berühmten Zug nach Pankow bestieg, hatte das für Sie auch Konsequenzen. Richtig. Also ich muss aber auch dazu sagen, das war damals wie heute Leila, war das damals ein Hammerhit, Udo Lindenberg mit seinem Sonderzug nach Pankow. Und viele meiner Kollegen hat mich hinterher schlecht gemacht. Aber ich möchte wetten, dass 99,9% aller DJ-Kollegen den Titel genauso gespielt haben wie wir. Nur wir waren die bekannteste Diskothek. Wir sind, denke ich mal so, bestraft worden als Erster und als Abschreckung. Und das war nicht so einfach. Also da gab es schon ein bisschen Ärger, ja. Da gab es tolle Ärger, das fing schon früh an, die erste Stunde ABV, dann hin zur Staatssicherheit da, und dann gab es hier wegen uns, hatten sich viele eingesetzt für uns mit einer Unterschriftenaktion, und da sollte ich dann unbedingt die Namen nennen von diesen Leuten, die das gemacht haben. Ich wusste es aber wirklich nicht. Kann ich heute immer noch sagen, weiß ich immer noch nicht, wer es eigentlich ist. Aber schön, wenn sich Menschen für einen einsetzen. Ja. Hat mich hinterher sehr gefreut. Also Ende vom Lied, das war dann aber dann irgendwann erledigt. Richtig. Thema, ja. Ein Jahr später kam mir dann Udo Lindenberg im Palast der Republik. Und 2 Tage später habe ich die Spielerlaubnis wiederbekommen. Und noch ein Dreivierteljahr später sind wir schon wieder das erste Mal delegiert worden. Wir waren ja die Diskothek aus dem Landkreis Sangerhausen, die am häufigsten zu Bezirkswerkstätten geschickt wurden. Sowas wie die Disco-Parade gab es auch auf Bezirksebene. Wir waren, kann man wirklich sagen, von Suhl bis Wittenberg, Dessau, Berlin bis hoch Rostock. Wir sind überall hingeschickt worden, ja, als Disco von Sangerhausen, und haben damals die Farben für Sangerhausen vertreten. Und das war dann alles wieder Geschichte. Dann waren wir wieder. Genau, da sind wir nämlich an dem Punkt, der kommt bei jedem, der ein bisschen älter als 30 Jahre ist, nämlich die Wende dann zu einer Zäsur führt. Bis dahin waren Sie und Ihr Bruder die Mammut-Disco, die Nummer 1 in der Region hier, die das hobbymäßig betrieben hat. Also ein ernstzunehmendes Hobby auch, aber eigentlich hat man seinen Brotberuf noch gehabt. So, egal was war, es kam die Wende. Und? Ja, mit der Wende hatte sich wirklich einiges geändert. Das hat man ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wie leicht es heute ist, Disco zu machen. Es gab dann mit einem Schlag 50% mehr DJs. Jeder hat sich eine kleine andere gekauft, Musik gemacht. Aber auch da hat sich die Spreu vom Weizen ziemlich schnell getrennt, weil Qualität war dann doch noch ein bisschen gefahren. Und ich selber hatte dann das große Glück, kam dann auch bei uns hier Nachtbar. Wir hatten in Sangerhausen auf dem Bahnhof eine Gaststätte, die hieß Ralbe, und da habe ich 5-mal in der Woche aufgelegt, das war dann schon Beruf. Und da habe ich mir, kann man wirklich früher DDR-Zeiten, geldmäßig war das Binetz, das war, da hatten wir 40 Euro, 40
Mark, der DDR-Mark. Ja, DDR-Mark bekommen. Es war überhaupt kein Geld. Aber nachher da, fünfmal die Woche, da hat man wirklich gutes Geld verdient. Und da habe ich mir damals auch einen Traum erfüllt mit meinem Sohn zusammen, gleich mal nach Australien geflogen. Und ich hatte eine Tante dort von meiner Mutter, die Schwester, die haben wir besucht. Das war wirklich, da kannst du sagen, nicht nur 14 Tage, gleich ein bisschen länger. Und das war wirklich ein Erlebnis, was reingeschlagen hat. Und wie gesagt, das war eben das Positive am Kapitalismus oder was dann kam an der nach der Wende. Man hat Geld verdient und leider ging die Disco da kaputt. Auch wieder eine Folge von Unternehmen hier privat und lief nicht alles so richtig. Und die Leute haben dann doch mehr aufs Geld geguckt. Das, was da sich in der Bar abgespielt hat, hat sich ja dann im Geschehen hier im Osten wirklich auch abgespielt. Wurde dann immer weniger Besucher und dann hat der Gaststättenleiter da das Ding verscheuert und dann ist die Pleite gegangen. Und ich bin dann untergekommen bei der AOK, habe schon früher viel Kinderdisco gemacht und habe dann ein richtiges Kinderprogramm entwickelt, was ich heute noch mache. Und bin da mit der AOK Sachsen-Anhalt durch alle Schwimmbäder und Schwimmhallen gefahren und habe da auch wieder meinen normalen Verdienst gehabt und das lief alles gut. Und am Wochenende noch normal weiter Disco gemacht, das war wirklich super. Das haben wir jetzt gerade gehört, das waren jetzt Sie als DJ Ernie. Ja? Mhm. Die Mammut-Disco in der Art gab es da nicht mehr und irgendwann, das muss man verraten, ging es auch nicht mehr mit Ihrem Bruder aus dem traurigen Grund. Ja, im Jahr 2007 ist mein Bruder dann verstorben und ich selber war ein bisschen krank, also ein bisschen dolle, aber es hat sich dann so noch, nach eins Jahr wieder... Zum Glück, ja, aber die Mammut-Disco gab es in dem Sinne dann nach der Wende nicht mehr so, ja? Wir hatten doch, ich hatte ja erwähnt, dass ich außer der Nachtbar immer noch am Wochenende, der Nachtbar nicht, aber nachher mit der AOK. Mein Bruder war ja zwischenzeitlich auch noch vor der Wende noch abgehauen, am besten. Und der kam dann später wieder und dann hat man, wo die Nachtbar zu Ende war, hatten wir dann, wo ich die AOK-Tour gemacht habe, haben wir am Wochenende wieder zusammen am Disco gemacht. Sind wieder über die Dörfer gereist und das ging dann schon doch so weiter bis zu seinem Tod. Und im gleichen Jahr war das mit meiner Krankheit. Da gab es erstmal eine Weile Ruhe. Aber dann hatte ich mich wieder gefangen und seitdem läuft es wieder. Ja, da kann man nur froh sein. Und genau diese Aussage bekräftigt ja die Tatsache, dass die Wende jetzt auch schon ziemlich lange her ist und es nicht mehr vor der Wende und nach der Wende gibt. Da gab es auch unterschiedliche Phasen. Das würde ich nämlich auch so ein. Das gab kurz danach so eine. Also ein Tanz auf dem Vulkan ein bisschen, so eine Nachhole-Stimmung, die neue D-Mark und so weiter und so fort. Und da sind so viele Sachen entstanden. Richtig. Spätestens Mitte der 90er war Tabula Rasa. Da war eigentlich alles weg, was da war. Und das war wirklich Tabula Rasa, wie Sie sagen. Und dann musste erst wieder was Neues entstehen und was anderes entstehen. Und ich habe auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass dieses zur Disco gehen für die jungen Leute aktuell gar keine Rolle mehr spielt so richtig? Oder ist das nur eine Aufnahme, die jetzt hier diese Region betrifft? Ich wüsste gar nicht, wo man hingehen sollte zu Disco aktuell. Na, leider gibt es hier für unsere Jugend gar nichts mehr. Und das tut mir persönlich eigentlich auch ein bisschen weh. Was ja auch eine Folge ist, dass das richtig nicht gegangen ist. Ja. Na, richtig. Es gab ja viele, auch ob Eisleben, Max Park oder Sangerhausen, da hatte ich ja auch die Diskotheken mit eröffnet und Fun Factory und die sind ja nun alle weg und das ist eigentlich traurig, dass es nichts mehr für die Jugend gibt, aber ich weiß auch nicht. Die Leute, die das privat gemacht haben, die haben alle nur das Geschäft gesehen und Vaterstaat oder Stadt und Land, die geben für sowas kein Geld aus. Ja, das ist vielleicht auch dieses Freizeitverhalten hat sich auch geändert. Das ist einfach so ein Prozess. Das würde man machen, hat mit diesen elektronischen Medien und diesen Möglichkeiten auf die Art und Weise zu kommunizieren, hat viel verändert. Hat auch vielleicht auch dazu geführt, dass man sich jetzt nicht jede Nacht um die Ohren hauen muss, sondern viele Veranstaltungen jetzt tagsüber stattfinden, ja? Wo sie aktiv das sind. Das ist auch zum Teil wahr, aber ich sehe es, wie gesagt, ein bisschen gespalten. Ich glaube immer noch, dass das Angebot oder dass es noch sehr viele Jugendliche gibt, die unheimlich gerne mal jetzt ausgehen und die wollen ja auch mal
sagen wir mal ehrlich, mit den Jungs mal jemanden kennenlernen. Und das kann man nicht, es gibt es auch jetzt vom Computer, alles internetmäßig, sich kennenlernen. Aber das war doch eine bessere Sache, sich persönlich kennenzulernen. Und mir fehlt sowas. Das glaube ich Ihnen gerne. Aber für den DJ Ernie gibt es ja auch ein Leben neben den Turntables und ist auch aktiv in Sangerhausen, um ganz konkreter zu sein, in der Ostsiedlung. Da gab es auch mal eine Feier da immer, in der Ostsiedlung, da, wo sie sich einbringen. Da gibt es auch Projekte, die da umgesetzt werden, Bauprojekte, die vielleicht nicht ganz so unumstritten sind und. Also es gibt auch noch ein Leben neben der Tätigkeit als DJ. Jo, also ich hatte mir die ganzen Jahre schon eigentlich, es hat schon 1972 angefangen, sagen wir mal, wir haben dann, meine Freunde und ich, sind über die Dörfer gefahren, eigene Ordnungsgruppe, wir haben die Diskotheken selber gestaltet, in jedem Ort, wo wir waren, Nienstedt, was weiß ich, wie die Orte alle heißen. Und danach, nach uns sind sofort wieder neue DJs entstanden, die bei mir, sagen wir mal, das erste Mal gesprochen haben. Und so hat sich das fortgesetzt. Ich war immer für Talente da, habe auch später junge Talente-Wettbewerbe in Sangerhausen durchgeführt. Und bis hin im Jahr 2000 haben wir angefangen, hier diese Newcomer-Geschichte zu machen mit Salz Wedel zusammen. Und da haben Sie auch drüber berichtet öfters. Und das war so eine herrliche Sache, 10 Jahre lang in der Sangerhausen, in der Waldmühle. Und auch das eben erwähnte Ostsiedlungsfest oder was weiß ich, bei 70 Jahre Stadtbad habe ich damit organisiert. Oder bei Panorama Möbel, da gab es ja, wo das Kulturhaus abgerissen wurde, gab es da so eine Art Ersatzkulturräumlichkeiten. Da hat man Ossi-Partys gemacht mit Petra Zieger und alle so Sachen, die ich da organisiert habe. Also als Veranstalter habe ich mir versucht, da auch noch nebenbei so ein bisschen Ruf zu machen. Und das bis jetzt immer noch, wenn junge Talente, selbst am Sonntag, nee, gestern am Montag, wo ich noch im Rosarium hier für die Kinder gemacht habe, Halloween-Party. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Aber mir geht es genauso, dass ich in der Woche die Wochentage durcheinander bringe. Ja, es war am Montag, da hatte ich noch mal Talent auftreten lassen. Und wer zu mir kommt und möchte, den unterstütze ich gerne. Und wie gesagt, also mein zweites Standbein ist wirklich Talenteförderung noch gewesen, die ganzen Jahre, viele Jahre. Und auch so ein bisschen Veranstaltungen. Und mit der Aussiedlung hat man ja auch so am Rande erwähnt, mit dem Sportplatz, das ist wirklich, dass der dann weg soll, das war eine Sache, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Da habe ich drum gekämpft, aber leider den Kampf verloren. Ja, das ist ganz andere Interessen, die da eine Rolle spielen. Aber Sie haben es ja erwähnt, ja, mit der Talenteförderung und mit die gute Sache fördern, das bedeutet auch, ein bisschen so Spenden, ja, eintreiben ist vielleicht ein hartes Wort oder sowas, aber die sich um Spenden für den sogenannten guten Zweck zu kümmern, ist auch ein Standbein, ja? Ja, richtig. Also will jetzt niemanden schlecht machen, aber ich würde sagen, es gibt viele Kollegen, die arbeiten nur für das Portemonnaie. Und wir, mein Bruder und ich, schon damals und auch jetzt immer noch, Aktionen, was weiß ich, zum Beispiel in Sangerhausen Mammut wurde mal eine Spendenaktion aufgerufen oder der Erker in Sangerhausen am Gericht, der Anbau. Oder wir haben auch mal 1000 Euro für die Behinderten in Sangerhausen gespendet. Dann hatte ich ja mal 2 CDs selber erstellt, zusammen mit Sangerhauser Gruppen, mit Profis, die heute wie Kai Niemann, die da ihre Lieder zur Verfügung gestellt haben, kostenlos. Und dieser Reinerlös wurde gespendet für die erste CD für die Behinderten, die zweite CD auch für solidarischen Aktionen da. Und egal wann und wo, wir haben so viel gespendet. Ich hatte Tanzgruppen ausgerüstet da mit Kleidung und also ich würde sagen, wir haben unheimlich viel getan im Gegensatz zu anderen. Wenn du dem mal sagst, kannst du heute mal für die Hälfte spielen. Hier, die haben wenig Geld. Oder das geht hier bis heute, wenn ich sage mal Kinderjahrmarkt, Sangerhausen, dann spende ich die Sprungburg. Wir haben auch noch einen Sprungburgverleih und so eine Aktion.
Da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, wo sie keinen Niemann erwähnt haben. Der hat ja einen relativ großen Hit vor ein paar Jahren gehabt. Es ging ja um im Osten. Richtig. Wie hieß er denn gleich, der Hit? Der im Osten. Im Osten. Mhm. Und da, der war ja nicht neu. Denn da habe ich mich erinnert, dass ich Jahre vorher vom Stadtfest in Sangerhausen ihn mal aufgenommen habe. Der kam, der existierte schon eine ganze Weile. Ja, ja, richtig. Und da habe ich im Archiv geguckt und gesagt, da ist er doch der Hit gewesen. Also es ist so, wenn man dabei bleibt über die Zeit, da kommen so viele Anekdoten und so viele Verknüpfungen. Der Titel, den Sie gerade erwähnt, der war übrigens auch auf dieser CD, die ich rausgebracht habe. Und die CD kam 2 Jahre, bevor der in der Hitparade war. Genau, das war nämlich schon... Also kann ich sagen, DJ Ernie hat schon einen Hit gehabt. Der war schon älter. Der war zwei Jahre später im Radio Nummer 1 war. Das hatten wir auch. Ja, wir könnten eigentlich jetzt... Vom Hundertsten ins Tausende kommen bei 50 Jahren, da gibt es so viel zu berichten. Ich fand das unheimlich spannend und ich habe es eingangs schon gesagt, die Journey ist immer dabei gewesen, wenn irgendwas so war, na immer nicht, aber oft genug und so weiter, spielte eine wichtige Rolle, aber mehr so im Hintergrund und das, denke ich mal, bei diesen 50 Jahren kann man es auf alle Fälle mal würdigen, dass wir ihn heute mal in den Mittelpunkt drücken und jetzt sind wir ganz nah an diesem Jubiläum. Was ist denn dafür eigentlich geplant? Also wir feiern am 12. November in Sangerhausen im Herrenkrug. Da muss man ja dazu sagen, Herrenkrug war wirklich die Kultstätte in Sangerhausen, wo die meisten Veranstaltungen waren, Disco, auch früher noch Jugendtanz und. Und da habe ich mich gefreut, dass der Herrenkrug sich bereit erklärt hat, das zu übernehmen. Und da feiern wir eine richtig schöne, tolle Party. Ja, und ich hoffe, genau, dass das ist auch die beste Art und Weise, es ja, zu feiern, richtig, und diese ganzen Jahre hochleben zu lassen. Und allerletzte Frage, mit dem 12. November ist ja nicht Schluss. Das geht doch weiter bei DJ Ernie. Ja, richtig. Also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, mein Steckenpferd ist immer noch das Kinderprogramm, da bin ich viel. Und auch sonst, wie schon erwähnt, ob 1. Mai oder Rosariumfest und sonst was. Ich bin, was Beschallung oder bei den Bergmännern oder sonst wo, mache ich auf jeden Fall weiter. Was ich nicht mehr so viel machen wollte, mir gibt es hier sowieso, hatten wir ja drüber gesprochen, so nächtelang bis früh um 3 die Nacht um die Ohren schlagen. Da gibt es jüngere DJs, die das besser können mittlerweile schon wie Ernie und die sollen das dann auch machen und ich mache meins, was ich kann und noch mache. Aber es ist mein Hobby, Diskothek, und ich, solange wie ich kann, werde ich das Hobby weiter ausführen. Ja, und von unserer Seite natürlich nochmal herzliche Glückwünsche zum 50-jährigen Dankeschön. Jubiläum. Und ich gehe davon aus, dass wir uns noch des Öfteren bei der einen oder anderen Veranstaltung sehen werden. Vielen Dank fürs Kommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Und ich hoffe, Sie schalten noch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, zu Gast bei Ihrem Punkt im Fernsehen. Dankeschön.